2000 Zuschauern auf dem Kiesel Loomis in Saarbrücken. Da schießt der in den Angriff vorgerückte Läufer Berg von der rechten Strafraumecke den Ball hart unter die Latte. Einige Zeit später sitzen zwei weitere Bälle im Netz. Die zweite Halbzeit beginnt nicht ganz so schnell, wie es der Start der ersten Halbzeit war. Nachdem die Schweizer drei Tore für sich buchen können, drehen sie mit letztem Einsatz auf. Aber der Torreigen ist damit noch nicht zu Ende. Zweimal noch muss sich der Schweizer Torwächter von den Saarländern schlagen lassen. Und so endete der Länderkampf 5:3 für das Saarland. Ja, historisches Schmankerl in die Sportarena hinein. Historisches Wochenende vor genau 70 Jahren. Das erste Länderspiel für die Jüngeren unter uns. Die saarländische Nationalmannschaft damals auf dem Saarbrücker Kiesel-Loomis gegen eine B-Auswahl der Schweiz. Und damit herzlich willkommen zur Sportarena. 5:3. Das war damals das Endergebnis. Karl Berg vom 1. FC Saarbrücken, der schoss das erste Tor für ein saarländisches Nationalteam. Herbert Martin damals noch für den FC Ensdorf unterwegs. Und der Neunkircher Erich Leibengut, die machten die vier weiteren Treffer. Ja, damals, vor 70 Jahren, da spielten sich einige Saarbrücker und natürlich auch einige andere international in den Vordergrund. 70 Jahre später tut man das beim 1. FC Saarbrücken, zumindest in der dritten Liga. Tabellenführer. Bester Einstieg eines Aufsteigers in diese Liga. Saarbrücken feiert die Erfolge und die späten Tore. Die Last-Minute-Entscheidung mittlerweile so etwas wie das Markenzeichen des Teams. 6 Treffer in den letzten 15 Minuten, davon 3 in der Nachspielzeit. Sebastian Jakob und Co. sorgen für die späten Glücksmomente beim gesamten Saarbrücker Anhang. Das war gegen den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden genau so. Ja, und heute kommt mit Wien Wiesbaden auch ein Zweitliga-Absteiger in den Ludwigspark. Und vielleicht gibt es ja wieder Anlass für ein spätes Jubeltänzchen. Mark Trumm. Und er hier hat an all den Emotionen großen Anteil. Niklas Schipnowski, 6 Torbeteiligungen allein in den letzten 3 Begegnungen. Heute geht's gegen seinen alten Verein. Nach 2 Jahren Wien Wiesbaden, Schipnowski seit Sommer. Leistungsträger beim FCS. Im Team von Lukas Kwasniok. Saarbrückens Trainer mit nur einer Änderung im Vergleich zum Sieg in Köln. Uafero rein, Wungu Dika raus. Der Tabellenführer. Ich kann es ja nicht oft genug betonen. In Blau und Schwarz gegen knallgelbe Gäste. Und die leuchten hier zuerst. Dank des Mannes in Orange. Und diesem aber mal maximal exakten Zuspiel. Gutörl gegen Batz. Und Zellner muss kratzen. Und zwar von der Linie. Seine Rettung keine Sekunde, keinen Zentimeter zu spät. Die 3. Minute. Die erste Chance gehört dem Tabellenachten. Tim Boss, der Torhüter, als präziser Vorarbeiter. Müller hebt das abseits auf, eilt dann Gutörl hinterher. Der tunnelt auch noch Batz. Das glückliche Saarbrücker Ende danach ist bekannt. Der beste Aufsteiger der Drittliga-Geschichte, Saarbrücken, 22 Punkte in 10 Spielen, sucht erstmal Rhythmus und Lücken. Tietz auf Medic und der stolpert Saarbrücken die erste Chance zu Jakob, Sebastian Jakob und der macht nichts, aber auch überhaupt nichts falsch. 1-0 Saarbrücken, 13. Minute. Wehens erster Ausrutscher in dieser Partie. Folgenschwer. Medic bringt Jakob ins Spiel und der entscheidet sich für eine Solonummer. Eine mit richtig viel Gefühl. Sein schon 5. Saisontor. Ein ganz besonderes. Gegen Dresden der Last-Minute-Siegtreffer. Heute die frühe Führung durch Sebastian Jakob. Und Niklas Schipnowski, zuletzt ja selten mal nicht an einem Tor beteiligt, erlebt die Führung so. Trainerdaumen darf nach oben. Kwasniyoks Erfolgsgeschichte geht erstmal weiter. Aber der SVW in Wiesbaden schüttelt sich nicht allzu lange. Ausgeglichenes Duell, unterhaltsam obendrein. Ballgewinn für wen? Kempke
Er hat Platz. Tietz. Malone und Saarbrückens Führung ist nach nur 3 Minuten schon wieder futsch. Freud einen Extrabrücker. Knapp 20 Jahre ist das her. Rüdiger Rehm, damals FCS-Profi, jetzt Wehen-Trainer. Seine Mannschaft schaltet schnell um nach dem Ballgewinn. Saarbrücken sortiert sich zu lang, ist zu weit weg. Am Ende kann sich Malone gegen Uafero durchsetzen. Euphorie-Bremse für Blau und Schwarz. Für die Überflieger der letzten Wochen. Und Schipnowski noch nicht so im Spiel wie gewünscht. Der Ausgleichsmoment und die gestenreichen Folgen. Uafero. Zellner. Erstmal ruhiger Aufbau. Dann Golay. Perdedai, nochmal Golay. Und da kommt der, der zuletzt immer trifft. Schipnowski 2-1. Mannschaft wieder glücklich, der Trainer genauso. Vor allem auch wegen der Vorarbeit. Tim Golay. Hohes Tempo, hohe Präzision. Schipnowski hat es dann nicht mehr allzu schwer. Die 22. Minute. Saarbrücken wieder vorne. Fünftes Saisontor, 10. Scorerpunkt. Niklas Schipnowski, er trifft auch gegen seinen Ex-Verein. So, 2. FCS-Führung ist da. An der ersten hatten die Gastgeber ja nicht allzu lange und diesmal? Tietz. Per Kopf genau in die Füße von Malone. Und zack! Die beste Abwehr der Liga ist Mitte der ersten Halbzeit bereits zum zweiten Mal überwunden. Zum zweiten Mal von ihm hier, von Maurice Malone. Weil Uafero beim entscheidenden Kopfballduell zu passiv bleibt, Tietz gewähren lässt, Zellner spekuliert auf Abseits, ist es nicht. Das 2:2, dann auch der Halbzeitstand. 4 Tore in 45 Minuten gerecht verteilt, 1 davon geschossen von ihm hier, Niklas Schipnowski. Die 2. Halbzeit. Einwurf Saarbrücken. Müller. Dann wieder Ballgewinn. Wehen. Tietz. Uafero streckt sich vergebens und den kennen Sie. Maurice Malone, die 54. Minute. Wieder schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Wehen, wach, willig. Malone, sein schon 3. Tor an diesem Nachmittag. Die beste Auswärtsmannschaft der Liga geht erstmals im Ludwigspark heute Nachmittag in Führung. Wie antwortet seine Mannschaft? Müller. Dann Golay hat Platz, kann flanken. Perdedai, sein Kopfball. Und da fehlen ihm einfach einige Zentimeter an Körpergröße. Die 58. Minute. Fast wäre Saarbrücken das gelungen, was Wehen schon 2-mal glückte. Eine schnelle Antwort, ein Ausgleich innerhalb von nur wenigen Minuten. Perdedai, 1,73 lang, keine idealen Kopfballmaße. Wehen bleibt vorne. Saarbrücken aber bleibt weiter am Ball mit Schipnowski und wieder Farnol. Perdedai, Winkel zu spitz, bleibt beim 2:3. Stunde ist gespielt, Saarbrücken schnuppert hier am Ausgleich. Und Farnol Perdedai zieht es aus dem defensiven Mittelfeld immer häufiger in die Spitze. Und Schipnowski fast Scorerpunkt Nummer 11 in dieser Saison. Trainerwunsch ist klar. Weiter nach vorne. Wieder nur 6 Minuten später. Beste FCS-Phase. Sie läuft. Nächster Ballgewinn. Golay. Schipnowski. Der FCS hätte den Ausgleich längst verdient. Golay auf Schipnowski. In der ersten Halbzeit führte dieses Zusammenspiel ja zum 2:1.
Erstmal durchschnaufen und danach aber weiter anrennen. Saarbrücken drängt Wehen in die eigene Hälfte. Perdedei. Jänicke direkt. Jakob, die Sonne strahlt wieder ins Saarbrücker Gesicht. Das 3:3, 73. Minute. Schon wieder steht Saarbrücken hier für Krimi, Spektakel, für Tore und Emotionen. Perdedei wartet zunächst, Jänicke macht's direkt und Jakob macht's schön. Schon wieder lange Ecke, wieder mit viel Gefühl, wie schon bei Mainz zu 0. Und jetzt Schlussviertelstunde. Beide Mannschaften geben sich mit dem Punkt nicht zufrieden. Wehen mit Hollerbach gegen Zellner. Seine Flanke und dann fliegt der Ball ans Lattenkreuz und batzt ins Leere. Und der Absender war kein Gast, sondern Tim Gollei. Sein Kopf ist zuerst und komplett dran, fast ein extrem sehenswertes Eigentor. 90. Minute. Und der FCS ist ja bekannt, genau dann und richtig gerne nochmal zuzuschlagen. Zeitz. De Wehl und der Boss macht nicht nur dicke, sondern auch lange Arme. Tim Boss im Wehner Tor rettet das 3:3. Den einen Punkt, den am Ende beide verbuchen dürfen. Ein 3:3, das den Topscorer scheinbar anders zurücklässt als den Erfolgstrainer. Denn Lukas Kwasniok scheint zufrieden. Ich finde schon, dass wir extrem viel fürs Spiel gemacht haben. Wien Wiesbaden hat sich auf uns eingestellt, sehr viele Bälle hinter die Kette gespielt. Aber ich fand schon, dass wir die aktivere, bessere Mannschaft waren. Ich will den Mund nicht zu voll nehmen, aber ich fand schon auch, es war vielleicht sogar unser bestes Heimspiel. Bis auf einige Momente, einige Unachtsamkeiten bei den Gegentoren. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir mit Ball einfach einen Fehler weniger gewünscht, aber das ist schon auch unsere Spielart, unsere Spielweise, dass wir ein gewisses Risiko gehen und ich glaube, es war schon ein Spektakel für die Zuschauer und ich finde, wir waren mindestens ein halbes Tor besser, aber ist alles Wurst, mit dem 3:3 können wir absolut leben. Wien Wiesbaden ist ja jetzt nicht so eine schlechte Mannschaft. Nach 3 Siegen in Serie kann der erste FC Saarbrücken heute auch mit einem 3:3 leben. Ja, denke, kann ja auch, denn er bleibt damit, der erste FC Saarbrücken, in der Erfolgsspur. Jetzt heißt es allerdings schnell mal wieder Akkus aufladen, denn es steht eine englische Woche bevor. Zuerst München, dann Kaiserslautern. Duisburg gegen Verl 0:4. Heute dann 1860 gegen Uerdingen 0:0. Halle gegen Kaiserslautern 1:1. Saarbrücken gegen Wien-Wiesbaden 3:3. Rostock Dynamo Dresden 1:3. Also Dresden lässt nichts anbrennen. Zwickau gegen Waldhof Mannheim 0:0. Der Rest am Sonntag abgesagt wurde. Die Partie Meppen gegen Türkgücü München. Da gibt es immer noch Restrisiken in Sachen Corona in Meppen. Und wir schauen auf die Tabelle und sehen, der erste FC Saarbrücken mit dem Blick oder der Position an der Sonne 23 Punkte. 4 Punkte Abstand vor Dynamo Dresden und 1860 München. Ingolstadt, die spielen ja morgen, die könnten das vorne, diese Trilogie noch einmal sprengen, aber den ersten FC Saarbrücken natürlich in seinem Spitzenplatz nicht gefährden. Wir schauen weiter in der Tabelle nach unten. Wien Wiesbaden jetzt im Moment auf Rang 16. Uerdingen ist 15. Waldhof Mannheim in der letzten Saison so furios diese Liga auch mitbespielt und mitdominiert, kommen nicht richtig in Dritt in dieser Saison auf Rang 11 mit 14 Punkten und am Tabellenende Unterhaching, Duisburg, Magdeburg und der SV Meppen. Sebastian Jakob mit dem 1:0 heute im Spiel gegen Wien Wiesbaden. Das war's von hier. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss, auf Wiedersehen.